Mein Name ist Philipp Lüttolf, ich bin Ex-Trainee. Also ich habe vor eineinhalb Jahren habe ich das Trainee gemacht hier bei AXPO und bin jetzt seit zwei Monaten fix angestellt. Die Jobbezeichnung ist Solution Engineer, das heißt, ich bin so die Verbindungsstelle zwischen dem Business und dem Programmieren. Ich habe Elektrotechnik studiert an der ETH in Zürich. Ich habe dort den Bachelor gemacht und anschließend den normalen Elektrotechnik-Master. Meine Spezialisierung im Master war elektrische Energiesysteme und Control Systems. Ursprüngliche Motivation für das Studium war doch, weil mich das Thema Strom schon sehr früh interessiert hat. Ich habe dann während dem Bachelor auch meine erste Berufserfahrung in der Energiebranche gesammelt. Das war bei Swissgrid. Das hat mich dann ein bisschen bestätigt, ja, ich will meinen Master in Richtung elektrische Energiesysteme machen und Kontrollsysteme. Im Elektrotechnik-Master machst du zwei Semesterarbeiten und eine Masterarbeit. Und die waren auch, viele von den Arbeiten waren im Bereich elektrische Energiesysteme. Es gibt wirklich ein großes Spektrum an verschiedenen möglichen Aufgaben, die man im Energiebereich machen kann. Was mich interessiert hat, war ein bisschen dieses Steuern von großen Stromnetzen. Aber wirklich, wo genau ich dann schlussendlich arbeiten möchte, das wusste ich nicht, auch nach dem Studium nicht. Und eine Möglichkeit war dabei das Trainee, welches ich dann auch schlussendlich gemacht habe. Also, Trainee habe ich als sehr interessante Einstiegsmöglichkeit wahrgenommen, gerade weil ich nicht genau wusste, in welchen Bereich ich eigentlich gehen will. Die Jobmessen, da kommt man ja nicht groß drum herum als Student. Also ich bin da auch immer gern hingegangen, weil ich fand es interessant, all die verschiedenen Firmen kennenzulernen. Es hat mir auch viel gebracht, weil du wusstest dann, was kommt überhaupt in Frage. Welche Firmen gibt es im Bereich von der Energiewirtschaft? Und AXPO, also als normaler Elektrotechnikstudent mit Schwerpunkt Energiesystem, ist der AXPO natürlich ein Begriff. Und ich wusste dann schon sehr früh im Studium, dass es solch ein Trainee gibt bei AXPO. Und das war dann bei mir immer ein bisschen im Hinterkopf. Das Trainee-Programm dauert 1,5 Jahre und du bist in 3 verschiedenen Abteilungen in diesen 1,5 Jahren. Ein Einsatz in einer Abteilung dauert ein halbes Jahr. Und du kommst dann in die erste Abteilung. Bei mir war das super, weil ich hatte eine Liste mit möglichen Aufgaben, also mit möglichen Projekten, die ich in meinem ersten Einsatz machen kann. Und ich war sehr positiv überrascht und konnte da ein bisschen selber auswählen, was ich wirklich machen will. Und für mich war das ein bisschen wie eine Masterarbeit, ein eigenes Projekt, welches du in 6 Monaten absolvierst. Mein erster Einsatz war im Asset Management bei den Netzanlagen. Das Asset Management ist eigentlich verantwortlich für die ganze Instandhaltungsplanung, die Ausbauplanung, die Erneuerungsplanung von allen Anlagen, also von allen Netzanlagen, welche bei AXPO im Eigentum sind. Und meine erste Aufgabe war, ein Asset-Cockpit zu erstellen. Das ist so eine Web-Oberfläche, wo alle wichtigen KPIs, Kennzahlen und Reports vom Asset-Management zusammenfließen. Man kann sich das ein bisschen wie eine Webseite vorstellen. Und auf den verschiedenen Webseiten gibt es verschiedene Grafiken, Visualisierungen. Und der User hat dann auch, also der Kunde und der Anwender hat verschiedene Möglichkeiten, die Ansichten zu filtern, verschiedene Jahre auszuwählen zum Beispiel. Oder verschiedene Anlagen. Ich habe das mit einer Business Intelligence Software gemacht, also mit ClickView. ClickView ist eine Software, welche dir ermöglicht, verschiedene Datenbanken anzuzapfen, die Daten aufzubereiten, sie zu modulieren, sodass du dann schlussendlich die verschiedenen Visualisierungen machen kannst. Das Tool bietet eine Oberfläche, eine Web-Oberfläche für alle Mitarbeiter und es freut mich sehr, dass das Tool jetzt bei allen Mitarbeitern im Asset Management im Einsatz ist. Mit dem Tool kann man alle wichtigen Kennzahlen, KPIs und Reports des Asset Management abrufen. Jeden Tag werden die Daten neu abgerufen und die Visualisierungen werden auf den neuesten Stand gebracht. Der zweite Bereich war im Engineering, beim Leitungsbau. Also dort
war es wirklich Anlagenbau und Projektmanagement. Ich habe dort im Technikteam mitgearbeitet und habe die Kollegen unterstützt mit Berechnungen und so weiter. Und der dritte Einsatz war dann bei den erneuerbaren Energien. Dort bin ich in ein Projekt reingerutscht, in dem es darum ging, ein neues Produkt zu entwickeln. Ich bin jetzt seit 2 Monaten fest angestellt bei Axpo und ich bin jetzt dort angestellt, wo ich auch meinen letzten Trainee-Einsatz gemacht habe. Das ist nämlich bei den erneuerbaren Energien. Im Projektteam geht es um eine Produktentwicklung, also es ist mehr eine neue Geschäftsidee. Das ganze Projekt wird wie in einem Accelerator geführt, also wir müssen immer wieder auf Neues unsere internen Geldgeber überzeugen. Meine Aufgabe dabei ist der Aufbau einer Remote Monitoring Plattform, also so, dass wir über eine Web-Applikation jederzeit Zugriff haben auf unser Produkt, auf die Daten, welche da anfallen. Dies einerseits ist dann interessant für unsere potenziellen Kunden und auch für uns, damit wir sehen, wie unsere Kunden das Produkt haben. Das sind verschiedene Aufgaben, also einerseits Programmieren, welches mir nach wie vor viel Freude bereitet, aber andererseits sind das auch Aufgaben wie Koordinierungsaufgaben mit verschiedenen Partnern, E-Mails schreiben, Meetings organisieren, Diskussionen mit meinen Arbeitskollegen. Ich entwickle nicht alles selber bei dieser Plattform, also Remote oder Internet of Things Plattform, sondern wir arbeiten da auch mit Partnern zusammen, die zum Beispiel das Frontend für uns programmieren. Und da bin ich quasi der Projektleiter von Seiten Axpo und habe dadurch eine Verbindungsstelle zwischen meinen Teammitgliedern auch und den internen Vorgesetzten und den Partnern, also Dritte. Als Elektrotechniker kommt man auch viel in Kontakt mit Programmieren während dem Studium. Das hat mir sicherlich geholfen. Was mir auch geholfen hat, ist, dass ich schon ein sehr breites Allgemeinwissen in der Energiebranche hatte. Einerseits durch Vorlesungen, die ich an der ETH besucht habe, andererseits auch durch das Praktikum, welches ich schon in der Energiebranche gemacht habe. Also es gibt zum Beispiel die Vorlesung Power Markets. Der Dozent, der kommt auch von der Axpo, Gaudenz Köppel. Da kriegt man einen sehr guten generellen Einblick in die Energiebranche. Also quer durch von den Verteilnetzen, von dem Betrieb von Netzen bis zum Trading, also zum Stromhandel mit Futures und mit Spot Trading. Andere Skills, die man vielleicht im Studium nicht so viel angewendet hat, sind zum Beispiel zwischenmenschliche Skills, die man sehr schnell on the job lernen kann. Was mir wirklich sehr gut gefällt bei Axpo sind meine Aufgaben und meine Teammitglieder. Wir haben wirklich sehr großen Spaß bei der Arbeit und die Arbeit macht mir Spaß. Die Aufgaben, das Umfeld, die Work-Life-Balance. Wir haben bei Axpo ganz Jahresarbeitszeiten, also man kann sich wirklich sehr flexibel die Arbeitszeit einteilen. Ich muss vielleicht sagen, es ist nicht überall das Gleiche bei Axpo, aber in der Abteilung, wo ich jetzt arbeite, bin ich da sehr flexibel, wie ich meine Zeit einteile. Was ich auch sehr gerne mache, ist über Mittag mit meinen Arbeitskollegen eine Runde joggen gehen, solche Sachen.